Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von der Bulli Garage Flotho. Heute gibt es ein bisschen was Technischeres von mir. Als wir auf dem Kippertreffen in Geilenkirchen gewesen sind und davon da wieder zu Hause waren, hat der Bremskraftverstärker Druckluft abgelassen. Ich zeige euch das nachher mal am Gehäuse. Und ich habe das Ding also mittlerweile komplett zerlegt, habe ein paar neue Sachen bestellt, einen neuen Simmerring, habe das Ganze auseinandergebaut, alles gereinigt, werde alles neu einfetten und jetzt wieder zusammenbauen. Ich hoffe, es ist damit erledigt, dass er dann wieder dicht ist. Wenn nicht, habe ich ein größeres Problem, dann wird es auch teuer. Aber für die technischen Tipps auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank an Kevin, Dennis und André und auch an Thomas. Viel Spaß beim Zusehen. So, das sind also die zerlegten Einzelteile von dem Bremskraftverstärker. Da kann man so ein bisschen ins Innere schauen. Hier unten sitzt ein Simmering, den ich gleich noch einsetzen werde. Das hier sind alles Gehäuseteile. Diese Manschette läuft letzten Endes hier in dem Zylinder und dichtet dann halt ein Stück weit die Druckluft gegen die normale Außenumgebung ab. Ich sag mal, hier sitzen dann auch noch so einige Ventile drin, die hier alle liegen und gereinigt sind. Das Einzige, was ich jetzt nicht habe, wo ich vielleicht so ein bisschen denken könnte, okay, hoffentlich wird das kein Problem. Hier kann man so ein bisschen sehen, dass auf diesem Gummioberteil sich so ein bisschen das Gegenstück eingearbeitet hat. Ich habe aber ein paar Mal versucht, das auch zu drehen, weil es ja nicht so ganz mittig ist, dieser Ring. Er setzt sich aber eigentlich auch immer wieder komplett in diesen Ring rein. Also ich glaube schon, dass das, oder ich hoffe, dass das dicht wird. Weil dieses Teil kriege ich natürlich auch nicht einzeln. Den Simmering neu zu besorgen oder so war einfach ein Normteil. Ja, wobei, so einfach war es dann auch nicht. Ich habe den bestellt, hier drin messen, den Durchmesser, den Innendurchmesser war kein Problem, weil das ist letzten Endes dann hier diese Welle, da läuft der Simmering drauf. Die Höhe hier unten drin messen war auch kein Problem, aber den Durchmesser dann zu kriegen, das war halt ein bisschen schwieriger. Ich habe dann von außen oder von hier oben was drauf gehalten, habe gedacht, okay, das müsste der Durchmesser sein, habe dann den Simmerring bestellt, der ist auch ruckzuck gekommen und habe dann den alten rausgenommen, habe dann aber feststellen müssen, scheiße, den habe ich 1 mm zu groß bestellt, weil die Bohrung, die da ist, wo der Simmerring reinkommt, nach unten hin ein bisschen konisch zuläuft und das Maß habe ich halt eben nicht gehabt. Dann habe ich den neuen Simmerring im Internet wieder bestellt. Und das hat sage und schreibe 10 Tage gedauert, bis dieses Mistding gekommen ist. Also der Versender, kann man gar nichts vorwerfen, der hat einen Tag später verschickt, nachdem ich es bestellt habe. Und dann die Lieferung von der Post, die hat sage und schreibe 10 Tage gedauert. Plus den ersten Simmering, den ich falsch bestellt habe, steht das Ding jetzt also letztendlich 14 Tage rum, ohne dass ich damit fahren konnte. Aber jetzt geht's los, das Ding wieder zusammenzubauen und dann hoffentlich läuft's wieder. So, ich habe das alles so ein bisschen vorbereitet. Ich habe natürlich keine mega gute Werkstatt, sondern bin halt eben auch Hobbyschrauber, muss mir mit den Sachen so ein bisschen behelfen, die ich so am Start habe. Ich habe hier eine 32er Nuss gefunden, die passt eigentlich wunderbar auf den äußeren Ring, belastet also nicht das äußere Gummi und nicht den inneren Gummiring. Müsste also eigentlich wunderbar gehen, das damit einzutreiben. So, ich will mal versuchen, dass ich das jetzt noch weiterkriege. Ein bisschen angesetzt habe ich es schon. Das sitzt schon ganz gut. Ja, vielleicht kann auf der Seite noch ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer. Vom Geräusch her verändert es sich dann ja auch ein Stück weit, wenn es aufliegt. Ja, vielleicht noch ein bisschen auf dieser Seite. So, so müsste es eigentlich passen. Und mal gucken hier von der anderen Seite. Ein bisschen mit der Taschenlampe da reinleuchten.
Das sieht gut aus. Dann gucke ich jetzt mal hier wegen meinem Sorgenkind. Wie ich ja gesagt habe, das könnte ein bisschen schwieriger sein. Tipp kam von André, hier ATE Bremszylinderpaste zu verwenden. Weil man kann auch nicht alles an Montagemitteln nehmen irgendwo, weil das dann eventuell die alten Gummis auch angreift und das dann eventuell aufquellt. Und das sollte natürlich nicht sein. So, dieses Teil gehört hier rein. Als erstes diese Gummiabdichtung. Geht da relativ einfach rein, auch ein bisschen saugend. Das Ganze wird dann gehalten mit einer Feder und dann dieser Verschlussschraube. Ich glaube, das war 27. Erstmal vorgezogen. Von dieser Seite aus kann man dann da innen drin das Gegenstück sehen. Und da habe ich dann ja halt auch eben geguckt und ja auch gemerkt, dass das im Prinzip sich immer wieder in diesen Ring reinsetzt. Jetzt will ich die Funktion noch mal einmal prüfen. Das arbeitet. Das geht. So ein plattes Ding irgendwo, damit ich da nirgendwo ein Loch reinsteche oder so, sollte funktionieren. Als erstes wird jetzt der Stempel da rein müssen. Boah, schon wieder so lange her. Und das ist dann halt eben immer das Problem. Wie war das dann? Ja. Auf dieser Manschette habe ich halt letztendlich auch ein paar Schmutzpartikel gefunden. Die ist okay, da sind jetzt keine Riefen im Gummi. Es ist ein bisschen, weil das hier nur ein relativ weiches Alugehäuse scheinbar ist, sind ein paar Riefen in dem Gehäuse drin. Ich denke, das ist aber auch kein Problem. Es war jetzt also auch nicht so, dass der unheimlich schnell die Druckluft verliert, weil ich habe ja eine hydraulische Bremse, die nur Druckluft unterstützt ist. Und im Prinzip bleibt die Hydraulik ja erhalten, aber die verstärkte Bremswirkung ist dann halt eben nicht mehr da. Das ist natürlich nicht gut. Dass es hält. Und wo ich das jetzt auch befestigt habe, das ist im Prinzip nur der Stempel, der dann in den Hauptbremszylinder reingeht und dort dann den Hauptbremszylinder betätigt. So. Jetzt wollen wir den ganzen Zylinder noch ein bisschen einfetten. Es war also tatsächlich so, dass er so viel Druckluft produziert, so viel ist aber auch dann gar nicht entwichen. Das war dann, wenn ich den LKW abgestellt habe und er dann
eine längere Zeit gestanden hat, hat er die ganze Zeit Druckluft abgelassen, bis der Speicher leer war, der Kessel, hat das aber locker halbe Stunde, wenn nicht sogar dreiviertel Stunde gedauert. Es ist also immer so viel Druckluft da, dass die Unterstützung eben auch gegeben ist. Von daher mache ich mir da Hoffnungen, dass da vielleicht einfach nur ein Dreckpartikelchen gesessen hat irgendwo, was dann dazu geführt hat, dass er ein bisschen abgelassen hat. Schön auch die neue Gummidichtung einschmieren. Das war der alte Simmerring. Oben an der Kante auch schön was dran machen, weil er hier gleich drüber muss. So. So, und dann auf die Welle auch noch ein bisschen was drauf. Schön vorne am Ansatz, dass er das mit nach hinten nimmt. Kritischer Moment ist dann ja immer hier oben jetzt darüber reinzukommen, die Manschette nicht zu beschädigen. So, jetzt bin ich ja schon drin. So, jetzt kommt er hier unten halt wieder raus, wo ich den Simmerring eingesetzt habe. So hat er dann gesessen. So. Den Weg bis hier vorne wird er so nicht wieder finden. So weit geht er nicht, so hart arbeitet er nicht. Deswegen von der Paste schön was vor die Manschette nochmal, wenn er rausschiebt, dass er dann wieder was mitkriegt. Das war auch gut gefettet. Aber man konnte halt eben sehen irgendwo, dass da ein bisschen Schmutz einfach dran gesessen hat. Ich hoffe, viel hilft viel, das zu heilen. So. Hier haben wir die andere Seite. Da guckt halt die Welle raus. So, wie steht da? Ja, so bleibt er stehen. So, dieses Gehäuseteil gehört dann hier drauf. So wird das befestigt. Und diese Anlenkung wird so eingesetzt. Hier unten kommt der Bolzen rein und hier kommt ein Verbindungsstück, was dann auf diesen Kolben hier drückt. Das war beim Ausbauen auch schon ein bisschen kritisch.
hatte ich auch ein bisschen Bedenken, aber es ließ sich halt nicht anders machen, als da auch ein bisschen rohe Gewalt anzuwenden. Dieser Bolzen muss jetzt hier wieder rein. Und ich habe ihn wirklich mit dem Hammer etwas resoluter austreiben müssen, damit ich ihn da rausbekommen habe. So, jetzt muss ich mir tatsächlich einmal gerade den ganzen Quatsch wieder zusammensuchen, wie ich das gemacht habe. Das Kantholz hier unterliegen, dann eine alte Hammerfinne. Jetzt kann ich ihn zumindest erstmal so weit reinschlagen, dass er unten auf der Hammerfinne aufhört. Hört man es, unten angekommen. So, und jetzt das Ganze ein bisschen weiter nach vorne, dass ich die Auflage habe, aber an der Hammerfinne vorbeikomme. Es ist knapp, aber es geht halt nicht anders. Es reicht noch nicht ganz, ein bisschen muss er noch. Ist der mit dem Splint gesichert? Okay. Jetzt werde ich dieses Ding hier einsetzen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ich hoffe. So. Prinzip wird also das Bremspedal, die Bremspedalbetätigung wirkt auf diesen Hebel, der drückt und bewegt dann über den Anschlag den Kolben. Ich versuche das mal zu simulieren. Ich muss natürlich gegen Kräfte jetzt andrücken. So. Und hier sitzt dann wieder eine Gegenkraft, die den dann wieder zurückdrückt. Das funktioniert alles schon mal. Geht auch nicht leicht, aber es funktioniert. Ich will es halt auch nicht verkanten, weil hier noch nicht das Gegenlager quasi da ist über den Hauptbremszylinder. Aber auch hier innen drin, dieses Teil, das hier gesessen hat, über die Federkraft, funktioniert auch. Das arbeitet auch. Das kann man hier ein Stück weit sehen. Das ist jetzt schwierig. Ja, okay. So, das hier war im Prinzip auch die Öffnung, wo die Luft entwichen ist. Hier sitzt im Prinzip nur ein
Netz ein Sieb drin, was verhindern soll, dass Schmutzpartikelchen dort reinkommen. Das habe ich gereinigt, setze es jetzt wieder ein. Und das war einfach nur mit einem Splint gesichert. Ich habe jetzt ehrlicherweise keinen neuen Splint, weil der recht lang ist, aber sehr dünn ist. Unser Schraubenladen hier in Floto hat leider vor ein paar Monaten zugemacht. Und deswegen wird es hier in der Region schwierig, an solche speziellen Dinge ranzukommen. So. Der hat dann letztendlich hier so drin gesessen, dass er von außen das verschlossen hat, aber auch von innen war dieses Teil ein bisschen aufgespreizt, dass nicht nur die Auflagefläche in der Mitte gegeben ist über den Splint, sondern das Ganze auch ein bisschen breiter gegangen ist. Gesessen. So, den hier noch ein bisschen sichern. So, fertig, ist drin. So. Auch auf dieser Dichtfläche saß keine Dichtung. Habe ich alles sauber gemacht. Die Dichtflächen, und es kommt jetzt auch genau so wieder zusammen. Das wird jetzt wahrscheinlich eine kleine Herausforderung. Mit der großen Feder auf oder dafür da ist, dass die Feder diesen großen Kolben im Prinzip immer wieder in seine Ausgangsposition zurückdrückt. So, jetzt muss ich einmal gucken, wie ich das am dümmsten mache. Jetzt will ich erst einmal gucken, wie das Ding da drauf gesessen hat. Hier kann man gut sehen, hier ist so eine trapezförmige Einkerbung. Die findet sich hier wieder. Und die beiden runden Seiten gehen hier nach außen, also hat das Ding da so drauf gesessen. So. Machen wir hier auf die Auflage von der Feder noch ein bisschen Zeug. Ein bisschen Montierpaste. Kann nicht schaden, da saß vorher auch reines Fett. Unter die Schale war da nicht runter. Ah, bin ich bescheuert.
Federn sollte man schon auf die richtige Seite machen. Am liebsten auf der gegenüberliegenden Seite. Federring und Mutter. Ist das Ding eigentlich wieder zusammen. Heißt, hier kommt der Hauptbremszylinder dran mit diesen drei Schrauben und die anderen drei Schrauben, die ich eben erst anhatte, die aber zu kurz waren, nehmen hier quasi das ganze Teil auf und schrauben es am Gehäuse fest. Es ist nochmal ein Halter da, der auch befestigt wird und das ganze Gehäuse nochmal am Rahmen hält. Den Halter habe ich aber oben, wo der LKW steht. Und den habe ich auf jeden Fall erstmal nochmal hübsch gemacht, dass der Farbe gekriegt hat und dass der entrostet wurde. Ja, dann gehört diese Staubmanschette hinterher noch hier drauf und dichtet das Ganze ein Stück weit ab. Das ist leider nicht zu 100% möglich, weil man sieht, die Öffnung, die ist deutlich größer als das, was hier an der Welle ist. Aber das ist halt so gewesen und das kann ich auch nicht ändern. Und das könnte dann rein theoretisch ein bisschen Schmutz hier in dieses Gehäuseteil reingehen. So, jetzt werde ich die ganzen Schrauben nochmal einmal richtig festziehen. Diese habe ich ja jetzt auch erstmal nur vorgezogen. Und dann alles ein bisschen sauber machen und dann einbauen. Gut. Das sollte es erstmal gewesen sein. Drückt mir die Daumen, dass es klappt. So, der Bremskraftverstärker ist am Fahrzeug wieder eingebaut. Ich starte das Ding mal. Man kann ja sehen, dass er relativ schnell Druckluft aufbaut. Und wenn er dann gleich voll ist, dann zeige ich nochmal unterm Auto den Bremskraftverstärker, wo er halt eben vorher die Druckluft abgelassen hat. So, der Bremskraftverstärker ist wieder drin, der Motor ist gelaufen, Druck ist drauf und es zischt nichts mehr. Er scheint also dicht zu sein. Ich bin auf jeden Fall happy, weil sonst wäre das ein teurer Spaß geworden, gerade bei so einem alten Ding noch an Ersatzteile zu bekommen. Der LKW ist wieder startklar und der nächste Einsatz ruft, 14., 15., 16. Juni. Aschen, großes Oldtimer-Event mit LKWs, Baumaschinen und wir sind dann auf jeden Fall wieder in der Sandgrube zugange. Vielleicht sehen wir uns da ja.